Hey und damit herzlich willkommen zum sechsten Spieltag der zweiten Season der PBA. Heute geht es ran gegen Shatrek und sein Team Galades Toreros. Und ja, Team Berlin Video kam gestern online, ausnahmsweise sogar, glaube ich, mal ganz pünktlich, nämlich 24 Stunden vor dem Kampf 4. Das habe ich, glaube ich, davor nie hinbekommen, aber egal. Fürs Teambuilding haben wir keine Fristen, also passt schon. Solange der Kampf hier jetzt safe, pünktlich kommt, ist alles safe. Jo, schauen wir uns doch, glaube ich, mal direkt das Matchup an. Und ja, wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, was ich gespielt habe, was ich hier spiele, schaut das Teambuilding, da erkläre ich es. Was Shatterick hier an den Start bringt, ist tatsächlich ein wenig überraschend für mich gewesen, weil es ein bisschen offensiver war, als ich es erwartet hatte. Zumindest hatte ich das Electrowire nicht gesehen, sondern halt eher stattdessen, keine Ahnung, irgendein defensives Mon, Morlord oder so in die Richtung, hatte ich, glaube ich, da eher gesehen. Dementsprechend war das ja, schon mal ein bisschen überraschend. Ansonsten, ja, gerade Electrowire ist halt überraschend gewesen, habe ich ja jetzt schon gesagt. Das Ding ist halt, Electrowire, der kann ein bisschen pressuren. Prinzipiell sollte der ganz gut durch Ivysaur gehandelt werden, aber das Problem ist halt, dann kriegen wir Chip, den wir vielleicht nicht wollen, wenn wir Terrakion bauen wollen. Ja. Ansonsten hat er halt das mitgebracht, von dem ich ausgegangen bin, so Mans war boah, durchaus auf dem Zettel. So Kofek, ja, er will natürlich nicht, dass ich spinnen kann for free, dementsprechend habe ich Kofek schon gesehen. Meloetta war halt, ja, relativ safe, weil Meloetta offensiv gut Pressure in Kombination mit Terrakion aufbaut und ja, dementsprechend natürlich auch Terrakion und Empoleon im Rain ist natürlich auch eine sehr, sehr solide Wahl. Entweder halt defensiv für mein Politoed oder eventuell kann der auch eine offensive Variante fahren. Sonst, ja, denke ich mal, kann ich noch aufs League-Matchup kurz eingehen, bevor wir den Kampf starten. Krug ist hier halt prinzipiell für mich das Beste gewesen, weil er hat keinen Spin damit, das heißt, wir liegen die Rocks schon mal safe, was uns schon mal weiterhilft. Und wenn er jetzt mit seinem Empoleon leadet, kann er dadurch, dass wir die Partial Barrier haben, uns auch nicht direkt rausnehmen. Dementsprechend die Rocks bekommen wir so oder so. Und ja, by the way, Entschuldigung für die vorherigen Spieltage, da habe ich das immer ein wenig falsch gecaptured. Mir ist nämlich erst heute aufgefallen, dass ich in meinen Desmimir-Einstellungen das falsch eingestellt hatte. Dementsprechend sind jetzt endlich die Kanten, oder sagen wir mal die Pixel, hart, so hart, wie sie halt auch sein sollten. Keine Ahnung, ob es mir auffällt, aber ist halt auch besser so von der Qualität her. Und ich würde sagen, dann springen wir mal jetzt in den Kampf. So. Ja, wie ihr schon gesehen habt, Shatterick geleadet hier mit seinem Salamence und auf dem werde ich auch die Rocks legen können. Da ist kein Problem, was die Rocks angeht. Ja, dementsprechend werden wir die auch hier gleich legen. Wir sehen hier, dass er den Bedroher fährt, das heißt, ein Moxie-Set ist vielleicht jetzt nicht direkt das, was er fährt, also ein DD-Moxie-Set, aber kann alles sein. So, tatsächlich hatte ich erst so im Lead-Matchup begriffen, dass er auch speziell sein könnte, aber gut, die Aldo werden wir mit der Partial Barrier trotzdem tanken. Dennoch habe ich das so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, aber prinzipiell sollten wir das handeln können. Ja, jedenfalls legen wir halt schon mal die Rocks raus, sind jetzt hier auf Half-Life, was natürlich nicht so nice ist, aber eh, passt schon. Und wir können dann jetzt gleich in Landturm rausgehen, dass jetzt an der Stelle der EQ kommt, den habe ich jetzt eher nicht gesehen. Ja, wir können dann mit Water Absorb schon mal das halt immunisieren und je nachdem halt dann vielleicht gleich schon mal pivoten. Beziehungsweise ich dachte mir, ja, er bietet sich glaube ich nicht im Empoleon auf dem potenziellen Wall-Switch gehen, wir können hier einfach mal Fleetoxen. Er geht tatsächlich auch raus, was halt potenziell sein kann, dass er jetzt hier choiced ist, aber natürlich auch einfach, dass er Angst vorm Ice Beam hat, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, wir bekommen ein Toxic auf Tutanchamun raus, was schon mal sehr, sehr nice ist, denn ja, das ist so das einzige defensive Mon, was ich halt gerne, was halt notwendig ist, dass es toxinisiert ist, ansonsten komme ich da nämlich nicht so easy dran vorbei und ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was er machen will, ich bin erstmal von einem Will-O-Wisp ausgegangen, deswegen bleibe ich jetzt hier drin, damit ich in der nächsten Turn das mit Heal-Bell wieder wegheilen kann und gehe jetzt hier erstmal auf den Scald. Und wie wir sehen, macht das Scald enorm viel Damage. Also guten Chip-Damage, weil es ein Crit war. Aber tatsächlich drückt er hier auf das Gedankengut und ja, das ist halt ein bisschen blöd, aber damit sollten wir leben können. Das Problem ist, ich hatte halt jetzt hier, glaube ich, Angst vor einem Rest-Set und dann bin ich an der Stelle einfach mal auf den Wall-Switch gegangen, um gleich in Krug zu gehen.
und ja, ihn dann, wenn er jetzt hier restet, dann kann ich ihn mit Dragon Tail rausphasen oder ich kann halt einfach auf Crunch gehen, wenn er halt, I don't know, einen zweiten CM aufsetzt oder so. Wie gesagt, dementsprechend gehe ich hier dann auch auf World Switch und ja, chippe, ja, noch ein klein wenig, aber das ist jetzt nicht wirklich nennenswerter Chip. Trotzdem, wie gesagt, für mich war jetzt hier Rest der Move, der wahrscheinlich kommen wird. Geht das für den Krug und ja, gut, der Betroher, der bringt uns jetzt hier relativ wenig. Aber tatsächlich kommt hier eine Kraftreserve. Und ja, ist es eigentlich relativ egal, welche HP es ist. Die wahrscheinlichsten waren jetzt Grass, Fighting oder Ice. Alles sehr effektiv. Das war's mit Krug. Gut predicted an der Stelle. So, und jetzt ist so die Sache, wo gehe ich rein, wie venge ich den am effektivsten, ohne mich jetzt hier großartig zu verraten, in irgendwas locken zu müssen oder sonst irgendwas machen zu müssen. Ja, Cavalanthus war dann so mein Gedanke. Und dementsprechend gehen wir in Cavalanthus rein, der ist ja auch gespeedcreept auf das Kofak und wir können den dann mit Iron Head rausnehmen. Was nur an der Stelle tatsächlich nicht unser Play ist. Eigentlich müssten wir hier safe einfach mal versuchen, den Sub rauszuholen. Aber tatsächlich haben wir das hier jetzt leider nicht gemacht und damit war es das auch mit dem Kofak. So, immerhin Kill für Escavalier. Aber ja, er kann natürlich jetzt hier easy reinkommen und naja, vielleicht uns nicht direkt revengen, aber wir wollen halt definitiv nicht drin bleiben auf Empoleon. Dementsprechend gehen wir jetzt hier raus in unser Landhorn, was unser Go-To-Switch in da rein ist. Und ja, wahrscheinlich werden jetzt hier die Rocks kommen, war mein Gedanke, aber nein, tatsächlich wird jetzt hier das Erdbeben kommen. Und ja, das wird mich dann doch ein bisschen mehr auf dem falschen Fuß erwischen als gedacht, denn ja, ein bisschen viel Investment, so wie das aussah. Ja, das EQ hatte ich prinzipiell im Teambuilding ja schon gesehen, nur war das Problem halt, dass ich... ich glaube, als ich es gesehen hatte, hatte ich erstmal noch ein Fistef Landhorn gebaut, das ich aber im Endeffekt nicht mehr spielen konnte, dadurch, dass ich Meluetta besser wollen musste und so ein Stuff, weswegen das mich jetzt hier schon ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt hat. Aber gut, wir gehen jetzt hier in Quax, wir können dann in der nächsten Runde einen Focus Blast rausbekommen, müssen natürlich jetzt hier einen EQ fressen, aber das ist auch noch okay. Leider ist der Focus Blast. So, nicht nur das, es kommt die Hydro Pump und die Hydro Pump, die wird uns jetzt hier auch gut Damage machen. Gut, andererseits hätten wir den Focus Blast gehittet, wäre es das wahrscheinlich auch gewesen mit unserem Politoed, weil wir dann ihn in Torrent Range gebracht hätten. Aber ja, der Chip ist natürlich doch dennoch gern gesehen gewesen. So, wir müssen jetzt hier trotzdem Landhorn gehen, um halt eventuell die Hydro Pump abzufangen. Tatsächlich geht er jetzt hier aber auch raus in seinen Salamence, hat wahrscheinlich den Focus Blast einfach abfangen wollen. Und ja, das ist eigentlich das optimale Matchup für uns. Also, wenn er speziell ist, hatte ich jetzt nicht mehr direkt mit dem EQ, glaube ich, gerechnet. Und ja, wir bekommen hier immerhin mal Leftovers und werden jetzt auch gleich, glaube ich, auf einen Scald gehen, weil wir das Elevoltech predicten werden. Alternativ sind wir vielleicht auch rausgedoubled auf das Cavalier, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Moment, da kommt das Electrovire rein. Ich glaube, wir sind rausgedoubled auf das Cavalier, weil, ja, wenn der EQ kommt, dann nehmen wir den... Und dann können wir gut Druck aufbauen. Genau, so war's. Und ja, in dem Cavalanthus sollte ich dann gleich einen Sub aufsetzen können, weil wenn er mich jetzt hier mit Stromstoß hittet, werden wir da uns plus Sub halt dann in der Swarm Range befinden und in der nächsten Turn dann richtig geilen Damage raushauen können. Ja, aber nee, können wir leider nicht, denn wir spielen hier, wie gesagt, Swarm und nicht die Anti-Crit-Fähigkeit und dementsprechend war dieses Illevoltic leider dazu in der Macht, uns zu critten und das war's dann mit unserem Cavalanthus. Also wir sehen immerhin, er ist ein Live-Orb Illevoltic, aber ja, wir müssen ihn jetzt hier halt irgendwie revengen und ja, Quaxo ist dabei jetzt zwar nicht optimal, weil er kommt jetzt vielleicht dann, er hätte einfach in Empoleon reingehen können ohne großes Drawback, aber wir müssen halt jetzt da reingehen, weil das irgendwie das Einzige ist, was jetzt ihn hier offensiv pressert. Immerhin, wir bekommen das raus. Erster Kill, glaube ich, in der gesamten Season für Politoed. Immerhin. Aber ja, so, wir müssen jetzt hier rausgehen. Ich habe jetzt hier mit einem EQ gerechnet oder halt eventuell auch mit der Hydro Pump, aber unter keinen Umständen halt mit einem Ice Beam. Dementsprechend gehe ich jetzt hier auf Dragoran. Er zeigt mir tatsächlich, dass er Agilität hat. Was interessant ist, da das jetzt der Move ist, den wir jetzt hier gleich auch drücken werden, um ihn dann immerhin speeden und revengen zu können, der Thunder sollte auch von der Range relativ safe ausreichen. Ja,
Der Icebeam kommt, aber der sollte uns, glaube ich, um die 80% machen. Das heißt, wir werden mit dem Dragoran 2 Hits rausbekommen. So ist jedenfalls der Plan. Aber ihr seht, das ist leider nicht so ganz aufgegangen, weil wir werden wieder gecrittet. Das ist jetzt leider ein bisschen schwierig, weil wir haben nicht mehr so viele Optionen gegen dieses Empoleon. Klar, dieses Landturm wird jetzt erstmal noch einen Hit nehmen, aber ja, wir haben jetzt auch nicht irgendwie den Thunder oder sonst irgendwas drauf, sondern unser stärkster Attacking Move dagegen ist jetzt erstmal der Volt Switch. Und der Volt Switch wird ihm zwar gut Damage machen, aber ja, halt nicht gut genug, sage ich mal. Wir müssen jetzt hier auch dann zwangsläufig rausgehen in unser, wie heißt es, Ivysaur, weil das noch unser Mon ist, dass das irgendwie noch eventuell 101 kann. Unser Politoed ist ja dadurch, dass er Agilität eingesetzt hat, langsam. Also, der Icebeam kommt jetzt hier und ich hatte gehofft, dass er eine Low Roll bekommt, die jetzt irgendwo bei 50% lag, aber nein, die bekommt er nicht. Er bekommt die, aus meiner Sicht, Max Roll bei 60%. Ich gehe währenddessen jetzt hier auch mal die Egelsamen. Und ja, werde dadurch immerhin eigentlich, wäre dadurch in der Lage, hier dieses Empoleon dann noch mitzunehmen. Kann jetzt hier auch in der nächsten Turn dann erstmal auf Protect gehen. Wir bringen ihn damit jetzt hier in die Torrent Range. Ich hätte vielleicht auch einen, die Hydro Pump predicten können in dem Zug, aber das war irgendwie nicht so ganz der Play, I guess. Aber ja, jedenfalls bekommen dadurch nochmal gut Recovery und jetzt ist eine Roll, ob uns der Icebeam killt oder nicht. Und die Roll sah für mich in meinem Favor aus, deswegen bleibe ich hier leider drin. Ja, leider, weil ich kann es vorwegnehmen, dieses Empoleon hat den Experten gut getragen, was ich leider versäumt habe irgendwie zu kalken. Das hätte ich mir vielleicht rauskombinieren können mit dem EQ-Damage auf Politoed und eben EQ-Damage auf Landturen, aber so war es das leider. Denn ja, ist jetzt halt so, das Ding outspeedet unsere zwei letzten Mons und kann die hier auch rausnehmen. Ja, overall ist klar, war jetzt, sagen wir wie es ist, es war ein Hexy-Game, aber ich hätte es auch an einigen Stellen nochmal besser spielen können. Gerade im Hinblick darauf, dass ich zum Beispiel nicht direkt in Sub gegen Kofax hätte, weil dass da an der Stelle ein Rest kommt, ist sowas, sowas von unwahrscheinlich, wenn er uns eh schon Kraftreserve gezeigt hat. What the hell, was soll das sein? Sleep Talk, Rest, HP, CM oder was? Also da wäre Sub definitiv mein Play gewesen, dann am Ende mit Ivysaur definitiv nicht optimal gespielt, den Kill auf Empoleon, den hätten wir uns definitiv noch holen können. Ja, also da muss ich halt nochmal rauswechseln und nochmal mit reingehen, Protect drücken und dann kann ich vielleicht auch den Icebeam nehmen, also das war nicht optimal gespielt an der Stelle. Und ansonsten auch im Teambuilding einfach ein bisschen das Empoleon, ja, ich sag jetzt mal, doch irgendwie unterschätzt. Also es ist zwar so, dass ich das Set so ungefähr, also ohne die Agilität muss ich betonen, die Agilität hatte ich nicht auf dem Schirm, aber das Set mit EQ, Icebeam, Hydro Pump in die Richtung, ich hatte vielleicht noch Flash Cannon drauf gesehen, das hatte ich schon gesehen. Aber selbst dann war ich zu inkonsequent mit meinem Landturm-Set, weil Expertengurt ist jetzt schon ein Item, mit dem man dann mal kalken kann, oder wegen mir auch Live-Op, also da gibt es Möglichkeiten, das irgendwie schon mal zu predikten. Und so war das halt definitiv nicht die Glanzleistung und dementsprechend geht der Sieg jetzt hier für Shatterik, I guess, auch in Ordnung, aber ich sag's mal so, ohne die Hex wäre das sicherlich nochmal knapper geworden, dann wäre es wahrscheinlich auf andere Szenarien hinausgelaufen, sag mir das so, ja, ich glaube schon, jedenfalls Milueta wäre dann wahrscheinlich das Mon gewesen, was eventuell ihm dann den Sieg hätte bringen können, weil mit an Milueta komme ich nicht so einfach mit Dragoran vorbei. Und ich, wie gesagt, ich bekomme halt nur noch zwei Hits mit Dragoran raus. Angenommen, nachdem wir Agilität plus 2 gehen, lässt er sein Empoleon drin, dann ist das immerhin weg, aber das nächste Mon, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr killen können. Und dementsprechend halt blöd gelaufen. Ja, ansonsten bleibt mir nicht übrig viel zu sagen, so ich finde jetzt die Crits, die haben noch nicht mal so stark gemattert, wie jetzt vielleicht der Focus Blast Mist, weil wäre er nicht auf der Range gewesen, also hätte er den Focus Blast Damage gehabt, wäre er immerhin auf einer Range gewesen, wo ich sag mal, der Surf, der hätte dann halt
ihn auch gekillt. Andererseits, wenn er die Hydro trifft in Torrent Range, bin ich ja halt auch weg. Also ist so eine Sache, ob der jetzt so gemeldet hat oder nicht. Aber er bekommt halt nicht mehr so einfach Setup und Landhorn kann ihn halt auch dann revengen. So Zeug ist da halt dann die Sache. Ja, aber overall ist es passiert. Ist es Mons. Und wir müssen weiter gucken. Nächsten Spieltag geht es dann ran gegen Blackling Mo. Wir können jetzt, glaube ich, immerhin tabellarisch gesehen keinen Rang abrutschen, da wir 12 Punkte haben und unser Verfolger nur 6. Dementsprechend sind wir den Spieltag erstmal safe stehen, jetzt 4-2. Wir wollen natürlich nächsten Spieltag 5-2 gehen und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Bis dahin, das war's, euer Ash.